Zack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Rating Prediction. Wir sind am Start mit Episode Nummer, ich weiß es nicht, ich glaube 25 müsste es sein ohne die Team Predictions. Das heißt, wir sind mittlerweile bei einem kleinen Jubiläum angekommen und dafür wäre sehr, sehr nice, wenn ein Daumen nach oben da lasst. 1000 Likes haben wir auf der letzten Episode locker geknackt, deswegen glaube ich, dass wir das heute auch wieder hinbekommen. Wir haben richtig nice Spieler dabei, also lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Schreibt eure Meinung in die Kommentare zu den einzelnen Ratings und natürlich auch, welche Spieler ich in der nächsten Episode mal so dran nehmen soll. Des Weiteren Unterstützung möglich in der Videobeschreibung, Grandrun, Instagram, Facebook, Twitter und Amazon Links. Einfach mal vorbeischauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ich glaube, wir müssen heute gar nicht so viel erzählen, sondern können eigentlich direkt anfangen. Wir haben wieder wirklich sehr interessante Spieler dabei. Mal einen aus der Premier League, mal einen aus der spanischen Liga, mal einen aus der MLS. Und damit fangen wir jetzt auch wirklich an. Und zwar beim ja quasi neuen Torwart von Real Madrid. Gerade erst frisch verpflichtet von RCD Espanyol. Nee, RCD heißen die nicht. Nur Espanyol auf jeden Fall. Barcelona. Man muss dazu sagen vorher, ja, ich weiß, ich rede jetzt um den heißen Brei rum, ist mir aber egal. Der hat die meisten Parade in den letzten beiden Jahren gemacht und sein Name ist ähnlich wie der alte Keeper, nämlich Kiko Garcia. Ist eine ziemlich nice Karte an sich dieses Jahr mit 82 Hechten, 79 Reflexen, 81 Ballsicherheit und 80 Positioning. Nächstes Jahr könnte sie noch nice aussehen. Ich denke mal, ein Upgrade kriegt er sowieso und weil er zu Madrid geht, könnte das Ganze auch auf 82 hochgehen. Bin ich mir noch nicht ganz so sicher, kann ich mir aber vorstellen, gerade auch, weil er halt die meisten Paraden in den letzten beiden Jahren gemacht hat. 82 Hechten, 82 Ballsicherheit, 81 Positioning und 81 Reflexe auf der Karte in FIFA 16. Wie gesagt, kann auch sich noch ein bisschen ändern, beziehungsweise ein bisschen ins Positive verschieben, dass er ein 82er Rating bekommt, aber wir müssen mal schauen. Normalerweise ist in der BBVA so, dass die Ratings relativ hoch sind. Bei den Torhütern sparen sie immer so ein bisschen. Da war ja Casillas mit 84 der Höchstbewertete, dann Bravo mit 83 und Ter Stegen mit 82. Deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, aber wenn Ter Stegen sowieso 83, 84 bekommt, eher 83 zumindest meiner Meinung nach, und Bravo 84, sowas um den Dreh, oder 83, dann könnte Garcia auf jeden Fall auch mit 82 dabei sein. Müssen wir mal schauen, schreibt mal in die Kommentare. Übrigens auch mal ganz interessant, schreibt mal rein, was meint ihr? Keylor Navas Nummer 1 oder Garcia Nummer 1? Navas mag ich ja persönlich sehr gerne, der war bei Levante extrem geil und ist extrem sympathisch meiner Meinung nach, aber Garcia ist halt auch wirklich gut, also die haben zwei richtig interessante Keeper. Nächstes Jahr kommt dann De Gea, dann ist sowieso vorbei, aber so, schreibt mal eure Meinung rein. Der nächste ist Edinson Cavani, der hat ein 86er Rating dieses Jahr, nächstes Jahr 85er Rating, 79 Tempo, 84 Shooting, 71 passen, 82 Dribbling und 82 Physis. Das liegt daran, dass er Net-to-Head auf 85 gedowngradet wurde, ist allgemein super Stürmer, aber er ist meiner Meinung nach auch nicht auf dem Level von 86 mehr. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er auf dem Level bleibt, weil er die letzten Jahre immer auf dem 86er Rating war oder sogar 87, also 86 ist schon so das Niedrigste der letzten Jahre, weil PSG halt ja allgemein die Saison nicht so stark war wie die letzten Jahre. Und weil Edinson Cavani halt auch einfach ein Head-to-Head so ein niedriges Rating schon hat, könnte ich es mir wie gesagt gut vorstellen. Ich wünsche es ihm nicht, weil ich die Karte dieses Jahr sehr, sehr stark finde. Und auch wenn ich sie nie aufgespielt habe wegen den Workrates, ist sie ziemlich stark. Aber naja, 79 Tempo, 84 Shooting, 71 Passen, 82 Füße, 82 Dribbling. Es ändert sich an den Stats nicht viel. Also minus ein Shooting, wie ihr seht, und ansonsten gehen die Stats sogar eher nach oben als nach unten. Aber es ist nun mal ein Head-to-Head halt so, dass er 84 Shooting ungefähr hat, 82 Dribbling, 71 Passen, aber nur 85er Rating. Ich weiß nicht, vielleicht dann weniger Troll, wenn man ihn in Packs hat, aber ansonsten bin ich mir nicht so ganz sicher. Schreibt's mal rein, Ibrahimovic deutlich stärker als Cavani oder nicht mehr, ich bin sehr, sehr interessiert. Der nächste Spieler wechselt zu Manchester City und er heißt Fabian Delph. Gab ja eine witzige Story über ihn, er hat ja gesagt, ich bleibe bei Aston Villa, ich gehe nicht zu City, und jetzt eine Woche später ist er doch zu City gegangen. Wahrscheinlich gab es nur Probleme mit dem Gehalt und so weiter und so fort, aber jetzt hat ihn City doch bekommen, deswegen denke ich mal, er wird ein Upgrade bekommen auf 78, ich glaube, netto hat er da 77 und 76, bin mir gar nicht sicher, auf jeden Fall, weil er zu City geht, und ja, das war es eigentlich auch schon mit den Gründen. Eher ein 78er oder 77er Rating, 77 war die erste Variante, die ich genommen habe, und dann habe ich aber gleich einen Stats gelassen und 78 gegeben. Ich könnte mir beides gut vorstellen, an sich sieht die Karte sehr, sehr stark aus, ist ein guter Allrounder, und wenn man so die Stats in Head-to-Head sieht im Vergleich zur diesjährigen Karte, gerade beim Defending, extrem hochgeschraubt, und alle Werte über 70 sind immer ganz nice, von daher können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Dann haben wir im zentralen Mittelfeld bei City nochmal gute Alternative, die auch englisch ist mal, das heißt, wir können sie beispielsweise Cahill verlinken oder mit Rooney beispielsweise. Sehr interessant auf jeden Fall, zudem noch relativ jung, das heißt für den Karrieremodus auch ganz gut geeignet. Muss man mal schauen, wie der sich entwickelt, ob er die Spielzeit über Fernandinho und Fernando bekommen wird und über Touré, obwohl Touré wahrscheinlich neben ihm spielen wird. Ja, bin ich sehr gespannt auf jeden Fall drauf, müssen wir mal schauen. Damit kommen wir jetzt zum nächsten Spieler, und ja, das ist ein Spieler, den ihr euch gewünscht habt, den ich nicht in der 96 produziert habe, weil er da noch nicht da war, und zwar Mevlüt Erding, ach du meine Güte. Mevlüt, auf jeden Fall Erding oder Erdinsch.
Ich weiß jetzt nicht, wie ich auskommen will. Wahrscheinlich Erdinsch oder Erdinsch. Ich habe keine Ahnung. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ist auf jeden Fall unser Neuzugang von ASS Saint-Étienne. Und hat letztes Jahr eine 77er-Karte gemacht. Hat, glaube ich, insgesamt, 10 Tore geschossen. 8 Tore, 11 Tore oder irgendwie sowas in der Größenordnung. In der Liga. Wechselt zu uns für, 3 Millionen. Dreh soll José Lu ersetzen. Und hat dieses Jahr eine richtig starke Karte gehabt, eigentlich, wenn man so mal die Stats anguckt. Nächstes Jahr, 76 Shooting, 77 Tempo, 74 Dribbling, 71 Passen, 77 Physis. Aber das Rating geht runter. Und zwar ganz einfach, weil er zu einem Team wechselt, das in der letzten Saison weiter unten stand. An sich sind die Werte auch für einen 77er gut geeignet, können aber auch ein 76er sein, weil 76 Shooting, 71 Passen, 77 Physis, deuten auch so ein bisschen das 76er Rating an, wegen der 76 Shooting als Stürmer. Aber wie gesagt, das kann sich auch weiter dann auf 77 stabilisieren. Ich bin sehr gespannt, wie der performt bei 96. Er soll ja ein Arbeitstier sein. Ich kenne ihn persönlich nicht so gut. Aber wenn er ein Arbeitstier ist, dann passt er gut zu Benchop und zum Rest des Teams und ist definitiv besser als José Lu. Freue mich auf jeden Fall drauf. Apropos Arbeitstier, wir kommen zu einem weiteren Stürmer. Und dessen Name ist Ciro Immobile. Der ist gewisserweise auch ein Arbeitstier. Zumindest hat er sich mal voll reingehauen bei Dortmund. Hatte aber irgendwie nicht so wirklich das Quäntchen Glück, um irgendwie richtig durchzustarten bei der Borussia. Kam ja von Torino letzte Saison, nachdem er quasi Torschützenkönig fast war, beziehungsweise mit Cerci ja die Liga so ein bisschen zerballert hat und die auch in der Euroleague gebracht hat. Cerci ist dann weggegangen, Immobile ist zu Dortmund gegangen und konnte sich da nicht durchsetzen, genauso wenig wie Ramos. Dementsprechend, 80er Rating letztes Jahr, 78 dieses Jahr, ist ja sowieso zu Sevilla gegangen, von daher sowieso schon weg von Dortmund und dementsprechend auch nicht mehr so schlimm für den BVB. Ist zwar nur eine Leihe, aber vielleicht entwickelt er sich ja da weiter, beziehungsweise kann sein Potenzial so ein bisschen abrufen und wird besser. Wir müssen mal schauen, auf jeden Fall nächstes Jahr 78er Rating, 76 Tempo, 78 Shooting, 75 Dribbling, 77 Physis, 59 Passen, 32 Defending. Ich denke mal, die Karte sieht trotzdem noch stark aus. Minus 2 Tempo, minus 1 Dribbling, minus 2 Shooting, minus 1 Passen und minus 1 Physis. Also es gibt auf jeden Fall Schlimmeres, so viel schlechter sieht die Karte jetzt im Vergleich zum letzten Jahr nicht aus. Abgesehen davon, dass wir halt kein 80er Set mehr haben, aber dafür ein 78er Set, der quasi auch das Rating dann im Endeffekt bestimmt. Sieht an sich ganz nice aus, müssen wir mal schauen, wie der sich entwickelt. Würde. Ich hoffe für die Dortmunder, dass es gut macht, denn ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass sie so viel Geld umsonst ausgegeben haben und dass sie den irgendwann zumindest mal mit Profit noch weiterverkaufen können. Für wen richtig viel Geld bezahlt wurde in der Vergangenheit, das ist ein Spieler, der mittlerweile in der MLS spielt, und zwar KK. Spielt bei Orlando City Football Club, hat dieses Jahr ein 81er Rating und hat bisher sehr, sehr stark gespielt, ist so ziemlich der wichtigste Mann bei Orlando und das natürlich auch vollkommen zu Recht, denn der Typ ist immer noch ein klasse Fußballer. Ich glaube, der könnte auch noch in Top Ligen relativ überzeugen, zumindest bei Mittelklasse-Teams, wenn er irgendwie zu Newcastle gehen würde oder zu, was weiß ich, wer da so in der BVA so Mittelmaß ist. Sevilla ist ja fast schon nicht Mittelmaß, aber ich glaube bei Sevilla oder bei Milan vielleicht nicht, weil bei Milan hat es ja nicht mehr geklappt, aber vielleicht bei Genua oder sowas. Ich glaube, da könnte der überzeugen, ganz ehrlich. Und dementsprechend 82er Rating nächstes Jahr, 75 Tempo, 77 Shooting, 83 Passen, 82 Dribbling, 61 Physis, hat sehr nur 80 Dribbling hat, finde ich sowieso eine Frechheit, aber gut, 82 ist in Ordnung. 77 Shooting, vor allem mit erhöhter Schusskraft, denn die Schusskraft ist definitiv nicht im 60er Bereich, sondern im 70er Bereich, wenn nicht sogar 80. Dazu 83 Passen, ich denke mal, das ist sehr, sehr nice und die Karte sieht extrem stark aus. Ich hoffe natürlich, dass er keinen Downgrade bekommt, obwohl er älter wird und immer in der MLS spielt. So ist richtig. Aber weil er halt so gut spielt und quasi EA ja auch in Kanada sitzt und somit irgendwie in die MLS involviert ist, denke ich mal, dass das einigermaßen gut werden könnte, dass die MLS nächstes Jahr allgemein einen kleinen Push erhalten könnte. Wir kommen zum letzten Spieler für diese Episode und das ist nochmal ein sehr interessanter, und zwar Aymeric Laporte. Letztes Jahr 81er Rating, nächstes Jahr 81er Rating, plus 2 Physis, plus 1 Tempo, plus 2 Passen, plus 2 Dribbling, plus 3 Shooting und das war's. Ich sag mal so, ein Head-to-Head hat er ein 80er Rating, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass er ein 81er Rating behält, weil der Kerl ist so jung und so talentiert und so gut einfach nur. Ich denke mal, hätte er nicht bei Bilbao gespielt, sondern irgendwie bei Madrid schon, dann hätte der richtig, richtig gute Leistungen gemacht. Das ist auf jeden Fall einer, der auf jeden Fall später bei einem Riesenteam spielen wird, wenn sie bereit sind, die Ablösesumme zu zahlen. Bilbao ist ja immer ein bisschen, na, das sind ja die spanischen Ausbildungsvereine, die haben immer riesen Ablösesummen, auch Porto und so, immer die Riesensummen, die sie verlangen, aber das können sie halt einfach auch, weil sie solche Talente wie Laporte fördern und in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie das Talent dann auch wirklich durchstarten können. Beispielsweise auch Valencia mit David Villa, ne? Der ist ja mittlerweile, hat eine Weltkarriere gemacht bei Barcelona. Von daher, ja, auf jeden Fall eine sehr interessante Karte. Nächstes Jahr auch wieder für den Karrieremodus besonders gut, auch vom Rating her kein großer Unterschied. Ich denke mal, das ist aber auch nicht so schlimm, weil die Karte sieht ja trotzdem gut aus und mit 20 oder 21, was er dann ist, kann man auf jeden Fall mal ein 81er Rating haben. Dann gehört man schon zur Elite der besten Nachwuchsverteidiger der Welt. Von daher geht das auf jeden Fall in Ordnung und damit sind wir quasi auch fertig für diese Episode. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das heißt quasi morgen, wenn die 1000 Likes knackt. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Bewertung da lasst und es euch gefallen hat. Und schreibt in die Kommentare eure Meinung rein und welche Spieler in der nächsten Episode sehen möchtet. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen, also mir ist ein bisschen warm, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist wieder relativ schwül, aber da muss man leben. Bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.